Ein herzliches Willkommen, ihr Lieben. Herzlich willkommen zur nächsten Monatslegung. Du bist hier genau richtig, wenn du im Sonne- oder Mondzeichen der Venus oder dem Aszendenten das Sternzeichen der Jungfrauen trägst. Und was erwartet dich gleich? Ich ziehe dir als allererstes oder ich lasse eine Karte fliegen aus dem Priesterinnen des Lichts-Orakels. Dann gehe ich rein mit den Lenormand-Karten, schaue mir in einer großen Tafel an, was sind die Rahmenbedingungen, was ist der Fokus. Im Anschluss an dieses Video geht es noch tiefer rein. Und zwar in die Bereiche Liebe, Beziehung, Finanzen und Beruf. Zudem werde ich dir ein Krafttier und auch einen Engel für den Monat August an die Hand geben. Und dann lass uns einfach mal überraschen, was sich da noch tiefer zeigt. Zwei Möglichkeiten hast du, um an diese Erweiterungslegung zu kommen. Schau dazu bitte in der Infobox, das ist unter dem Video auf dem Punkt Mehr oder in den Kommentaren. Da findest du zum einen den Link, der führt dich zu EloPage. Gegen einen kleinen Energieausgleich kannst du dir diese Legung dann wirklich dauerhaft runterladen. Das mach auch am besten, denn der Link ist nicht ewig gültig. Und die zweite Variante, die ich dir anbiete, komm mit in den Mitgliederbereich, in die Mitgliedschaft auf meinem Kanal. Ab der zweiten Stufe, die nennt sich einfach nur Soulmate, kannst du dir alle Erweiterungen anschauen und profitierst natürlich da auch wirklich davon, dass du ja dein Sonnenzeichen, dein Mondzeichen, dein Venuszeichen, dein Aszendenten dir anschauen kannst. Und dann würde ich sagen, ihr Lieben, starten wir los. Für das Seelenkollektiv der Jungfrauen, dann nehmen wir die doch mal direkt, das waren gar nicht so viele, ich dachte, das wäre ein ganzer Stapel. Ihr lieben Jungfrauen, dann schauen wir rein. Was haben wir? Die heilige Handlung, entschlossener Fokus, der 17.8. vielleicht hier ein Datum, welches wichtig ist für dich. Und wir haben die Dualität, viele Bedeutungen und Missverständnisse. Also, was ist hier wichtig? Die heilige Handlung sagt, du brauchst einen Fokus. Richte deinen Fokus auf Klarheit, auf Wahrheit aus. Die Dualität vereint immer hell und dunkel, macht sich einen Überblick auch über gegebenenfalls Missverständnisse, guckt erstmal in sich rein, wenn unterschiedliche Bedeutungen da sind. Angenommen, du hast viele Impulse, dann brauchst du eine heilige Handlung in dir. Das heißt, fokussiere dich, zoom auch mal raus, schau dir die Welt von sämtlichen Seiten an, die Situation, und dann kannst du entschlossen handeln. So, und jetzt geht's rein für das Seelenkollektiv der Jungfrauen. Und ich mische erstmal noch hier so ein bisschen durch, bis ich ein eindeutiges Stoppzeichen für die Jungfrauen bekomme. Tam, 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 tam. Ganz wichtig ist für dich, wenn du jetzt gleich vorspulen möchtest, dass wenn, oder fällt schon die Wunscherfüllung und die Klarheit, die Spiritualität raus, könnte auch ein Thema für dich sein im August. Wenn die Damenkarte gleich kommt, ist das, egal ob du Mann oder Frau bist, deine Karte. Sollte der Herr fallen, ist das die Person geschlechtsunabhängig, mit der du es zu tun hast. Mach es dir da bitte auch je nach Geschlecht einmal passend. So, und dann starten wir auch rein. Eine neue Reise geht los. Ich lege in der 9x4-Legung eine große Tafel und bin mal gespannt, was sich gleich zeigt. Harmonie im eigenen Hause. Hier haben wir deinen Gegenüber im Haus des Baumes. Wenn du mit der Häuserdeutung nichts anfangen kannst, ist das gar nicht schlimm. Nimm dir einfach die Impulse mit, die für dich hier wichtig sind. Und es ist auch vollkommen okay, wenn du nicht mit allem in Resonanz gehst, denn das kann bei einer Kollektivlegung tatsächlich mal passieren. Das ist ganz normal. Deswegen lade ich dich jeden Monat und auch bei jeder Legung, die ich mache, ein, einfach zu lauschen, deiner Seele zu vertrauen, dass hier deine Botschaften, die wichtig sind für dich, auf dich warten und du hier was mitnehmen kannst für dich. Also, wir haben hier schon mal zwei Rahmenbedingungen, das ist die Stabilität und Sicherheit, ein Zuhause, ein Neuanfang auf unterschiedlichen Ebenen, vielleicht ein Umzug könnte hier liegen. Etwas nagt an dir, ein gewisser Stillstand, der hier gerade ist, vielleicht ein Vaterthema oder aber auch ein Stillstand mit einer Person, die sehr autoritär ist, die sehr mächtig ist, vielleicht auch eine kleine Herausforderung, Zwiegespräche, Diskussionen mit einem Chef.
Im Haus des Herrn haben wir hier tatsächlich den Fuchs. Das heißt, hier könnte es tatsächlich so ein paar Unehrlichkeiten geben in Bezug auf eine Dame. Diese Dame muss nicht immer eine Affäre sein. Das kann tatsächlich auch eine Schwiegermama sein. Das kann die eigene Mama sein. Das kann eine Freundin sein. Das kann eine Arbeitskollegin sein. Das kann alles sein im ersten Moment. Aber auch gewisse Ängste nehme ich hier wahr. Ängste, und deswegen schlawenzelt er sich so ein bisschen durch. Auch hier sehe ich einfach die Diskussionsthemen sehr passend, denn hier gibt es Missverständnisse, die scheinbar hier im August noch mal präsent werden. Und genau das Thema nagt an dir. Die Herausforderung löst sich hier auf. Das heißt, dieser vermeintliche Stillstand, tiefe Glaubenssätze gehen hier in die Transformation. Da kehrt wieder ein sicherer Glauben, eine Hoffnung ein. Eine Hoffnung, ein Glaube an Harmonie im eigenen Haus, Harmonie in einer Beziehung. Du wirst wieder stabil und sicher werden. Das ist außer Frage. Also das ist wirklich unausweichlich, dass hier quasi etwas mit Sicherheit stattfinden wird. Vermutlicherweise kann es hier sein, dass du einen Neuanfang startest, dass du wirklich sagst, ich möchte mich verändern, ich brauche irgendwie mal ein bisschen frische Luft, einen frischen Wind um die Nase. Lass dich hier von oben führen, du bekommst ganz viele Zeichen. Das sehe ich daran, dass hier tatsächlich im Haus des Kreuzes der Reiter liegt. In dem Haus des Reiters, das heißt die Gedankenebene, du befasst dich sehr viel mit dem Thema Unabhängigkeit, Stabilität und Sicherheit, Ankommen, gegebenenfalls sogar mit einer überraschenden positiven Wende, was eine Reise angeht, ein Umzug, der vielleicht in eine andere Stadt geht, dass du dich hier neu entdeckst. Auch wenn dir das ein bisschen Angst macht, geht die Angst raus. Denn du bist hier in zwei Feldern unterwegs. Zum einen hältst du fest an Kummer und Sorgen. Zum anderen sagst du aber auch, ich möchte gerne über diese Komfortzone hinaus. Ich möchte meinen Horizont gerne erweitern. Und hier kommt auch recht schnell die Wunscherfüllung. Dann, was wollte ich denn noch sagen? Ist mir verloren gegangen. Ist aber auch gar nicht schlimm. Schauen wir uns den Fokus an. Hier in der Mitte haben wir tiefe, treue Gefühle zu vermutlicherweise einem Gegenüber. Hier kann es sein, dass bislang oder jetzt gerade immer noch so ein bisschen, ja, so eine kleine unterkühlte Stimmung herrscht, dass da irgendwo nicht die Aktion stattfindet, wie du sie dir wünschst. Aber hier, wenn der Kummer rausgeht, wenn du das erlaubst, was gerade an dir nagt, sehe ich, dass hier der Herr auf jeden Fall in seiner Wurzel angekommen ist, im Urvertrauen. Der möchte hier etwas öffentlich machen, der möchte Liebe leben, der wünscht sich einen Neuanfang, der möchte gerne als treuer Partner an deiner Seite sein, egal was die Leute im Außen sagen, das lässt ihn gefühlt gerade mal richtig kalt. Das heißt, der zieht hier sein Ding durch. Und für dich ist es jetzt einfach wichtig, mal reinzugucken. Hey, okay, wo darfst du jetzt einen Deckel drauf machen? Wir haben nämlich hier den Sarg, der dich hier verbindet. Ne? Das heißt einmal dieser Stillstand. Aber der Sarg im Haus der Eulen. Kann dir nochmal ein Hinweis sein? Schau dir nochmal bitte dein Elternthema an. Hier möchte nochmal was integriert werden. Vermutlicherweise ein Vaterthema, aber auch die Mama liegt hier sehr präsent. Etwas, was an dir nagt, darf hier in die Heilung gehen. Und zum anderen für mich aber auch ein Zeichen, dass hier einfach vielleicht ein Deckel drauf gemacht werden darf auf das Geschnatter im Außen. Ja, was sagen die Leute? Was empfehlen sie dir? Das ist egal. Du entscheidest für dich. Du entscheidest für deine eigene Klarheit. Und du liegst tatsächlich auch im Haus des Parks. Und im Haus des Parks zu liegen bedeutet, okay, du möchtest rausgehen. Du bist gesellig. Du willst das Leben leben. Du möchtest deinen Selbstwert wirklich nach außen kommunizieren. Du möchtest hier die Einladungen haben. Vielleicht sprichst du eine Einladung aus oder genau das sind jetzt die Zeichen. Die Zeichen, die gerade gefühlt noch gar nicht sichtbar sind, wo du sagst, wo sollen denn hier Zeichen kommen? Sie werden.
Definitiv kommen. Wir haben hier eine sehr herzliche Verbindung, aber hier gerade noch eine kleine Herausforderung. Ein Kummer, der da drauf liegt. Etwas, ja, mit dem Berg, das sind diese lustigen Blockaden, ne? Das heißt, per jetzt, vielleicht so gerade am Anfang von August, ist diese Entscheidungsfindung gerade noch blockiert. Du hast mehrere Auswahlmöglichkeiten, was diese Beziehung angeht, mehrere Sachen, wo du sagst, okay, mag ich nur eine Freundschaft, möchte ich eine tiefe Verbindung, gehe ich da noch mal all in oder lasse ich es lieber sein? Das ist okay. Wir haben ja hier auch viele Bedeutungen und Missverständnisse. Nimm dir einfach die Zeit und schau einfach mal rein, was du dir hier wirklich wünschst. Was möchte jetzt hier gelebt werden? Was möchtest du vor allen Dingen leben? Was darf in dein Leben einziehen? Auch das nochmal ganz wichtig, dass du wirklich die Zeit einfach nutzt für deinen entschlossenen Fokus. Immer zu gucken, okay, bin ich auf dem richtigen Weg? Fühle ich mich gut? Was tut mir nicht gut? Was gibt mir Kraft? Und dann darfst du für dich entscheiden, in welche Richtung das Ganze hier weitergehen darf. So, dann lasst mich noch mal ein bisschen weiterschauen, was hier noch angezeigt ist. Dum, 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 dum. Die Mäuse liegen im Haus des Berges, der Berg liegt im Haus der Mäuse. Das heißt für mich eindeutig, okay, hier wird sich etwas auflösen. Hier wird sich auflösen, dass du ja diese permanenten Hindernisse, die lösen sich auf. Du kannst da wirklich mal durchatmen, aufatmen. Die Sorgen, der Kummer, an denen du vielleicht auch unterbewusst festhältst, kann hier gehen, dann kann eine mega positive, großartige Veränderung hier wirklich einziehen. Guck auch noch mal, auch beruflich gesehen, habe ich hier vielleicht eine finanzielle Überraschung. Das sehe ich nämlich hier in der Konstellation, wo du, also das sehe ich hier dran, wo du wirklich Wertschätzung im Außen bekommst. Das kann eine finanzielle Wertschätzung sein mit einer Gehaltserhöhung, eine größere Summe, die hier auf dich warten könnte. Ich kann ja hier keine Garantie auf die Aussagen geben, aber es liegt hier. Nutze wirklich deine kraftvolle Energie für dein Glück und für deinen Erfolg. Gerade auch die Themen, woran du arbeiten möchtest. Wirklich zu gucken, okay, hey, wo kann ich jetzt wirklich glücklich werden auf der Arbeit? Denn die ganze Arbeit, die du auch schon getan hast in der Vergangenheit, das sehe ich hier unten dran. Der Anker im Haus der Sonne, das bedeutet, die ganze Arbeit, die du getan hast, die hat sich gelohnt. Du wirst wirklich dafür belohnt. Diese Arbeit wird mit Erfolg gekrönt und das ist grandios. Dann schaue ich mir mal das Thema Arbeit an. Also, im Haus des Ankers haben wir hier tatsächlich ein bisschen die Unklarheit, die Wolken. Auch hier nochmal wichtig, dass du dir da einfach sagst, okay, auch wenn ich gerade ein bisschen unklar bin, bin ich aber bereit, einfach mal hier und da einen Deckel drauf zu machen, eine neue Perspektive einzunehmen, um eine Entscheidung zu treffen. Also, da sind auch so ein paar zwiespältige Geschichten auf der Arbeit, vermutlicherweise mit einer männlichen Person, die dich gerade ein bisschen herausfordert. Hier finden aber herzliche Gespräche statt. Das siehst du aber gerade noch nicht. Das wird sich, zack, sehr schnell tatsächlich auflösen, hier in die Wunscherfüllung und Klarheit gehen. Hier ist es nur wichtig, dass du offen bist, offen für neue Wege, offen für neuen Posten. Offen für vielleicht auch wirklich eine neue Ausbildung, neues Wissen, dass du guckst, darf jetzt auch etwas Unausgesprochenes sichtbar gemacht werden. Hier gibt es eine überraschende positive Wende. Auch den Vertrag habe ich hier im Haus der Sense. Das heißt, entweder kommt hier ziemlich plötzlich ein Neuanfang oder aber auch, dass du sagst, okay, ich muss jetzt hier einen Vertrag auflösen, um dann etwas Neues zu starten. Und dieses Neue kann ganz spontan in dein Leben kommen, wenn was passiert, wenn du den Fokus hältst. Wenn dir wirklich innerlich diese Entscheidung einfach du aus dir heraus triffst und du ganz klar kommunizierst, was du willst.
Und dann können hier überraschende Nachrichten kommen, überraschende Nachrichten im Außen, ein überraschender Vertrag, tatsächlich sehe ich den hier auch. Etwas, ja, womit du jetzt gerade einfach noch nicht rechnest. Auch das ist eine sehr schöne Information an der Stelle, weil wir oft einfach so blockiert sind im Kopf, dass wir wirklich diese Möglichkeiten, die wir haben, gar nicht alle direkt sehen. Weil wir so einen eingefärbten Blickwinkel haben, uns nur immer auf das Gleiche fokussieren. Und deswegen ist es wichtig, hey, komm, fokussier dich mal auf etwas anderes. Lasst mich noch mal weiter gucken. Hier kann es auch sein, dass Heilung entsteht im inneren Kind, dass nochmal ein alter Schmerz hier dafür sorgt, dass diese Verletzungen einfach nochmal aus der Tiefe hochkommen, um aber dann in die Heilung zu gehen. Und auch das ist doch mal mega. Das Leben ist immer für dich und das ist diese plötzliche Einladung, wenn du auf die Zeichen und die Führung von oben vertraust. Und dafür ist es manchmal auch wichtig, die Kontrolle abzugeben, ihr Lieben. Ich weiß es aus eigener Erfahrung, manchmal versuche ich halt auch immens die Kontrolle über alles zu bewahren, gebe dem Universum dann aber gar keinen Raum, um abzuliefern. Also, ich schaue jetzt rein, ihr Lieben, in die Bereiche Liebe und Beziehung, in den Bereich Arbeit und Finanzen, was hier quasi erfolgstechnisch auf dich wartet. Ich bin gespannt und sage bis gleich. Ich freue mich, wenn du mit dabei bist.